Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Bevor wir ins Wochenende gehen, gibt es natürlich noch ein paar Top-News für Sie. Worum geht's heute? Chancen, dass wir dem Heizwahnsinn doch noch entkommen? Dann Ursula von der Leyen hat eine Strafanzeige am Hals. Dann hätte ich eine skandalöse Steuer für Sie, von der Sie wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Dann geht es um das Chaos an den amerikanischen Grenzen. Ein kleines Update zum Silber habe ich noch. Und am Ende etwas ganz Dubioses zum Mond, beziehungsweise zur Mondlandung. Fangen wir mit dem Heizwahnsinn an. Der Koalitionsstreit um Robert Habecks Wärmewende verschärft sich. Wie die Bild berichtet, droht die FDP, die Zustimmung zu dem Gesetz zu verweigern, wenn Habeck sich weigern würde, einen Fragenkatalog mit insgesamt 101 Fragen zu beantworten. Das Gesetz zur Wärmewende, was in seiner Umsetzungsfähigkeit zuletzt von Wirtschaftsverbänden stark kritisiert wurde, sieht unter anderem ein Verbot für den Einbau von Öl- und Gasheizungen ab 2024 vor. Der Entwurf ist eine Katastrophe, so der FDP-Wirtschaftsexperte Schaeffler gegenüber Bild. Es könne daher keine Verhandlungen zum Heizungsverbotsgesetz geben, wenn diese 101 Fragen nicht substanziell beantwortet werden. Die Fragen wurden unter anderem von Parteivize Kubicki, Schaeffler und Herbst entwickelt. Nachdem diese von der FDP-Fraktion freigegeben wurden, soll der Fragenkatalog in Kürze offiziell bei Habeck eingereicht werden. Unter den Fragen an den grünen Minister sind etwa, wie man die anfallenden Kosten berechnet hat, wie viel CO2 tatsächlich eingespart wird und ob der Strom überhaupt ausreichend aus erneuerbaren Energien kommt. Zur Anzeige gegen Ursula von der Leyen. Die spanische Menschenrechtsvereinigung Liberum, die mit dem Ziel gegründet wurde, die Rechte und Freiheiten wiederherzustellen, die im Zuge der Covid-19-Pandemie usurpiert wurden, hat in Brüssel drei Klagen bei Behörden der Europäischen Union und des Königreichs Belgien eingereicht. Diese richten sich vor allem gegen die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und die Kommissarin für Gesundheit und Ernährung, Stella Kyriakides, informiert Liberum in einer Pressemeldung. Laut Liberum haben sowohl von der Leyen als auch Kyriakides beim Kauf der Covid-19-Impfstoffe mutmaßliche Straftaten begangen. Dazu gehören der Missbrauch ihrer öffentlichen Aufgaben, Unterschlagung, die Vernichtung öffentlicher Dokumente und die Bestechung von Amtsträgern. Nach Ansicht von Liberum gibt es Indizien dafür, dass von der Leyen und Kyriakides korrupte Handlungen begangen haben, die die finanziellen Interessen der EU und aller Bürger geschädigt und erheblich beeinträchtigt haben. Wie Liberum mitteilt, wurden zwischen August 20 und November 21 bis zu 11 Verträge für Covid-19-Impfstoffe mit 8 Impfstoffherstellern unterzeichnet, die im Rahmen von Vorabkaufverträgen für die Mitgliedstaaten verbindlich waren. Insgesamt geht es um etwa 4,6 Milliarden Dosen zum Preis von etwa 71 Milliarden Euro. Fast alle diese Verträge wurden im Rahmen eines Beschlusses vom 18. Juni 2020 und dessen Anhang vereinbart. Darin wurden eine Reihe von Bedingungen festgelegt. Gleichzeitig wurde ein Lenkungsausschuss gegründet, der die Verhandlungen überwachen und die Verträge vor der Unterzeichnung bewerten sollte. Außerdem gab es ein Verhandlungsteam, bestehend aus Vertretern von 7 Mitgliedstaaten: Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Schweden und den Niederlanden sowie Beamten der EU-Kommission und verschiedener Generaldirektionen. Laut Liberum waren diese Teams bei allen Verträgen involviert, nur nicht bei einem. Dem, der am 19. Mai 2021 mit Pfizer-BioNTech unterzeichnet wurde und bei dem es um 1,8 Milliarden Dosen ging, die Ursula von der Leyen im März mittels privater Textnachrichten und Telefongespräche mit dem CEO von Pfizer, Bourla, vereinbarte. Kommen wir in die USA. Dort spielt sich an der Südgrenze ein ziemliches Chaos ab. Städte in den gesamten USA bereiten sich darauf vor, Busladungen von Menschen in einer möglicherweise rekordverdächtigen Anzahl aufzunehmen, da eine aus der Pandemiezeit stammende Einwanderungspolitik am Donnerstag ausläuft, also gestern. Die US-Behörden rechnen damit, dass täglich bis zu 13.000 Menschen die Grenze zwischen den USA und Mexiko überqueren werden, von denen viele Asyl suchen. Das ist mehr als das Doppelte des derzeitigen Durchschnitts. Angesichts des zu erwarteten Ansturms warnen die lokalen Verantwortlichen, dass sie nicht in der Lage sind, diese Menschen aufzunehmen und fordern die Bundesregierung auf, eine nationale Umsiedlungsstrategie zu starten. In Chicago schlafen die Migranten auf dem Boden von Polizeistationen. Der New Yorker Bürgermeister Adams, der mit überfüllten Notunterkünften zu kämpfen hat, beabsichtigt, Neuankömmlinge in benachbarte Bezirke zu schicken. Die republikanischen Gouverneure Abbott und DeSantis bereiten sich bereits darauf vor, Migranten in den Norden zu bringen, bevor die Politik geändert wird.
Der texanische Gouverneur hatte im letzten Sommer einen politischen Trick gestartet, um Migranten in demokratisch geführte Städte wie New York und Washington zu schicken. Um Mitternacht hebt die Biden-Administration eine von Trump erlassene Richtlinie auf, die als Titel 42 bekannt ist und es den Behörden seit Jahren erlaubt, Menschen an der Grenze aus Gründen der öffentlichen Gesundheit abzuweisen. Als nächstes komme ich zur skandalösen Wegzugsbesteuerung. Zunächst vielen Dank unserem Videosponsor Matterhorn Asset Management. Erst kürzlich hatte ich ein interessantes Gespräch. Bei den Banken sieht es überall schlecht aus, nicht nur in den USA. Also sorgen Sie vor, solange es noch geht. So we're here today in the biggest private gold vault in the world. And here, gold is stored for wealthy families, for institutions, for private banks, and even for some central banks. When you come through this vault, you go through a number of security zones. You're deep in the mountain here. We've gone for miles or kilometers through various security zones and different levels deep in the Swiss mountain to reach actually where the gold is stored. Nirgendwo in der Öffentlichkeit tauchen derzeit Begriffe wie Wegzugsbesteuerung, Betriebsaufgabe als Veräußerungsgewinn, Abweisung des Insolvenzverfahrens oder Fiskusprivileg durch die Hintertür auf. Nicht einmal im Wirtschaftsteil der Zeitungen, auch nur mit minimalster Erwähnung. Der aktuellste Hammer fällt nun dieses Jahr, wo, ausgetüftelt, wohl in den Hinterzimmern der Bundesministerien von Wirtschaft und Finanzen und unter garantierter Einbeziehung von Bundeskanzler Scholz, eine radikale Verschärfung der ursprünglichen reinen Exit-Tax, in Klammern Auswanderungssteuer, beschlossen und über den Wohlhabenden ausgerollt werden soll. Nun kommt die Linksstaatsschmiere aus dem Gebüsch und stellt sich breitbeinig vor die Auswanderer mit der Gesetzeswaffe in der Hand, Geld her oder hier bleiben. Nun wurde für alle Selbstständigen mit kleinen oder mittleren gewerblichen Unternehmen, wie auch allen anderen bis hoch zu den AGs und GmbHs und Co., ab 2022/23 mit dem sogenannten ATAD-Umsetzungsgesetz die Wegzugsbesteuerung noch einmal deutlich verschärft. Der Staat behandelt diese Wegzugsfälle, als hätte der Gesellschafter eine Gesellschaft verkauft und versteuert diesen fiktiven Veräußerungsgewinn. Das Problem, tatsächlich hat der Gesellschafter nicht verkauft und hat also auch keinen Verkaufspreis erzielt. Trotzdem verlangt der Staat von ihm, dass er Steuern darauf zahlt. Im Falle einer Betriebsaufgabe müssen Unternehmen beachten, dass der Wert ihres Betriebsvermögens gemäß § 16 ESTG versteuert werden muss. Obwohl die Vorschrift auf den ersten Blick nur die Veräußerung des Betriebes regelt, muss Ihnen eines klar sein. Die Betriebsaufgabe gilt ausdrücklich als Veräußerung. So etwas gibt es wohl nur in Deutschland. Das Finanzamt besteuert fiktive Einnahmen und Gewinne aus Verkäufen, die gar nicht getätigt wurden. Damit komme ich zu einem ganz kurzen Silber-Update, wiederum von Ditch the Deep State. 5 der 9 Tresore hatten gestern Abnahmen von registriertem Silber. Insgesamt wurden satte 1,66 Millionen Unzen aus den Tresoren gebracht. Davon entfielen 350.000 Unzen auf den Tresor von JP Morgan. Zusätzlich wurde eine LKW-Ladung in den Tresorraum gebracht, was durch 2 Ladungen, die den Tresorraum verließen, mehr als ausgeglichen wurde, sodass sich ein Nettoabfluss von 620.000 Unzen ergab. Das ist ein neuer Tiefstand nach dem Squeeze und wie Sie sehen, ist das registrierte Silber wieder unter 30 Millionen Unzen gefallen, was einem Rückgang von 80% seit dem Silber-Squeeze entspricht. Letztes Thema, die Mondlandung. Eine interessante Stimme aus Russland. Dmitri Rogozin, der ehemalige Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, hat in Astronomiekreisen weltweit für Aufregung gesorgt. Rogozin hat seine Skepsis gegenüber der Behauptung geäußert, die US-Mission Apollo 11 sei 1969 jemals auf dem Mond gelandet und behauptet, er habe noch keine ausreichenden Beweise gesehen. In einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal sagte Rogozin am Sonntag, er habe seine persönliche Suche nach der Wahrheit vor etwa 10 Jahren begonnen, als er noch in der russischen Regierung arbeitete. Er sei skeptisch geworden, ob die Amerikaner tatsächlich den Mond betreten hätten, als er gesehen habe, wie erschöpft die sowjetischen Kosmonauten nach der Rückkehr von ihren Flügen aussahen, während die Apollo-11-Besatzung scheinbar unbeeindruckt war. Rogozin erklärte, dass er damals bei Roskosmos um Beweise gebeten habe. Im Gegenzug erhielt er lediglich ein Buch mit der Geschichte des sowjetischen Kosmonauten Leonow, wie er die amerikanischen Astronauten kennenlernte und erfuhr, dass sie zum Mond geflogen waren.
Der ehemalige Roskosmos-Chef behauptet auch, er habe einen wütenden Anruf von einem hochrangigen Beamten erhalten, der ihn komplizierte Auslandsbeziehungen vorwarf. Rogozin schloss mit der Bemerkung, dass die USA trotz enormer technologischer Fortschritte seit den späten 60er Jahren in der Lage waren, dieses Kunststück zu vollbringen, jetzt aber dazu nicht mehr in der Lage sind. Er behauptet auch, entdeckt zu haben, dass Washington seine Leute im russischen Establishment hat. Die Apollo-11-Mission war die erste bemannte Reise zum Mond. Neil Armstrong und Buzz Aldrin waren die ersten Menschen, die die Mondoberfläche betraten. Präsident Putin hat im April zugesagt, das russische Mondprogramm wieder aufzunehmen. Und noch das Zitat zum Schluss. Das war's für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende. Genießen Sie viel frische Luft und die Sonne, falls sie sich zeigen sollte. Bis nächste Woche. Tschüss.